erstmal hier guten Morgen, ne? Mahlzeit. Mahlzeit. Warte mal, wie spät haben wir das denn jetzt? 1 Uhr. Was zeigt die Glocke? 10:10. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hi. So, und jetzt darfst du. Donnerstagmorgen habe ich eine Aufgabe für dich. Für mich? Ja. Was ist denn? Kannst du mal zusehen, dass du um 6 Uhr fertig bist, damit du dich um 7 Uhr beim Aldi vorne ranstellst. Wenn die um 8 Uhr aufmachen, dass du mir dann meinen Pool da wegholst. Ach so, ein kleines Planschbecken. Genau. Ich wüsste auch, wo was Besseres noch. Ja, das ist mir egal, ob du was wüsstest. Was ich tun könnte. Ja. Das heißt, mich beim Aldi anzustellen und dir dein kleines Planschbecken zu holen. Das weißt du. Wie spät machen die denn auf? Keine Ahnung, wann machen die auf? Um 8? Machen die um 8 Uhr du, auf? Du, meinst du, dass die Planschbecken, ne? Dass die so schnell für den Preis? Sind? Ja. Ja? Ja. Also ich bin der feste Überzeugung, Leute, ich stehe nicht lange. Da will ich wohl, aber ich stelle mich auch nicht hin. Ich oh, wie vorne, süß. In der Schlange vorne. Meinst du das ernst jetzt? Dann würde ich um 8 Uhr oder so hingehen. Das ist jetzt zu spät. Wenn ich Brötchen hole. Weißt du, was du noch in ganz kurz erzählen kannst? Wer? Was du für Kunden hattest bei der Arbeit, wie die Kinder hießen. Cristiano, nicht das Schokoeis, Ronaldo, nee, das Kleine. Die Kinder heißen Cristiano und Ronaldo. Wobei ich der festen Überzeugung bin, dass der ältere Ronaldo heißt. Und dann hat sie den kleineren danach Cristiano genannt. Ein Mädchen war auch dabei und die heißt dann, keine Ahnung, Paris oder wie heißt das Mädchen hier von Cristiano? Die hat auch, oder Madison? Nee. Nee, der hat ja einen Jungen nur. Ist das ein Junge? Ja. Ja, wolltest du den Pool wirklich haben? Ich weiß nicht, ob ich den, ich schreibe noch mit einer. Die möchten auch einen verkaufen, der ist noch ein bisschen tiefer. Wo kommen die denn weg? Auch hier? Ja, wie uns im Eck. Okay. Aber einen Gebrauchten will ich eigentlich nicht haben. Eigentlich ja. Wo schon jeder Hans und Franz reingepipiert hat. Oder? Das ist ja so eine Sache. Kannst du so aufblasbare Inseln mit einer Palme kriegen? Und da ist ein Getränkehalter drin, die schwimmen dann da rum. Dann kannst du dir ein Bier da rein tun und dann schwimmt das Bier auf dem Wasser rum. Kann man auch ein anderes Getränk da rein tun? Nein, es gibt nur Bier in meinem Pool. Weil der wird ja auch mit Bier gefüllt. Dann kannst du einfach dein Glas so reintauchen und... Was man eigentlich mit Duff-Bier. Mit Duff, genau. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich bin noch ein bisschen am grübeln. So ein bisschen grüblich. Was? Ob du den kaufen sollst oder nicht? Ja. Ist das denn deine alleinige Entscheidung? Oder? Ja, das ist meine alleinige Entscheidung. Ich habe auch noch ein Wörtchen, was ich spreche. Da hast du gar nichts mit zu reden. Doch. Da hast du überhaupt nichts mit zu reden. Garten habe einzig und allein ich was mit zu reden. Drinnen habe ich nichts zu melden gehabt. Da muss ich, hinten ist die Kindersicherung drin, weil ich wusste, dass du daran rumdrückst. Weißt du was? Ich könnte ihn nicht als Mann haben. Er kriegt alles. Er kriegt alles mit, ja. Ich bin richtig froh, dass ich meinem nichts mitkriege. Der so ein bisschen... Dein Mann kriegt alles mit. Dafür sieh du dich mal nicht. Der kriegt alles mit, aber der sagt nichts mehr, weil er es nach Jahren aufgegeben hat. Oh nein, Sabine. Du, wollen wir deine Haare heute Abend im Schneiden? Ja, ich glaube schon. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Guck mal, das ist hier schon richtig am Ohr. So lang. Ich hab deinen Bruder gestern auch noch die... Er macht sich's ja immer selber, ne? Aber den Nacken lässt er raus. Aua! Ich hab Sonnenbrand auf den Schultern. Er schneidet sich die Haare selber. Ja, das musst du auch so sagen. Da muss ich das immer so sagen, dass das alle Menschen so das verstehen. Das musst du so sagen, dass das ordentlich artikuliert ist. Und nicht, was du da wenn schon du wieder... so komische Hintergrund Mama ist eine Seniorin, ne? Die denkt da nicht dran. Ja, aber einen Seniorenteller nicht nehmen wollen. Weil ich so harmlos bin. Du bist voll harmlos. Ja. Normalste Sommerwetter, nicht so heiß. Jetzt sind wir doch hierher gekommen. Jetzt fängst du nicht echt an, dich über die Temperatur zu beschweren, oder? Nee, das ist schön. Nein, ich wollte sagen, dieses... Aber jetzt kommt er, aber am Wochenende war es auch ein bisschen warm. Nein, diese Temperatur. War auch so heiß, ne? Diese Temperatur. Das kann ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Finde ich genau. Das ist doch jetzt so super, das Wetter. Es ist auch die letzten Tage. Mich doch gar nicht beschweren. Seit 4 Wochen sind die Leute am Quaken. Du kriegst auch kein Sommerbeine. Nur an Regen und kalt. Und guck dir da an den Ton. Da wächst nichts. Nur nass. Und jetzt 3 Tage Sonne. Und die Leute fangen an. Ich hab ganz schön heiß. Das ist schlimm. Ich mag ja Sommer.
wenn das denn so 22 Grad sind. Aber so schnell muss das doch nicht. Das kann doch eben so 2 Grad am Tag. Den kann man sich angewöhnen. Guck dir das an, du. Du bist schwäd vom Korb. Du, wir sind jetzt hier beim Arbeitsamt. Wir sind jetzt hier beim Arbeitsamt durch unser ganzes Gequatsche. Wir wollten eigentlich gar nicht hierher. Wir wollten. Jetzt stehen wir hier und wir wollten draußen irgendwo sitzen. Draußen wollen wir in die Stadt? Wir können auch in die Stadt. Oder wir gucken eben hier vorne auf dem Zettel, was es gibt, und dann können wir immer noch entscheiden. Ja. Also ich kann meine Zeit hinten dran hängen, habe ich schon geklärt. Ich habe so viel zu tun. Wie viel Zeit hast du denn? Eine Stunde, ne? Nicht mal. Wenn es geht, ein bisschen Kantapper. Für Senioren. Ja, eure Strafe kommt nochmal. Eure Strafe kommt nochmal. Ach Mama, du weißt doch, dass das Spaß ist. Ne? Nein, ich kann das also so langsam. Kann ich mir vorstellen, dass ihr das ernst meint. Nein. Das meinen wir ernst. Ja, wisst ihr? Dope ernst. Das Kind sieht aber aus wie ein Erwachsener. Ist dazu gesellen? Wo wollt ihr denn noch hin? Dürfen wir uns zu euch gesellen? Ah, die reden nicht so viel, Sabine. Nee. Die reden gar nicht mit mir. Aber guck eben, schicke Taschen, ne? Ist so gut. Ja. Hey, was moi. Von Kittelschuhe zu haben. Ja. So, Kinders. Ich will nicht. Stehen hier schon mindestens 2 Wochen. Und die werden nicht abgeholt, oder was? Die warten auf ein Taxi und... Das gibt's hier wohl nicht. Ja, ist nicht schön, ist nicht die feine Art. Hey Mann, Duell! Boah, hier muss den Eingang eben gucken. Das sehe ich jetzt so richtig mit Verstand. Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Hast du das Glas denn jetzt gehabt die ganze Zeit? In der Hand? Nee, du hast das gerade hier irgendwo rausgezogen. Jetzt sag ihm, hast du das eben vom Tisch irgendwie so mitgenommen? Bist du ein Dieb? Nee, das würde er niemals machen. Das könnte er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Nee. Wo hast du das Glas? Hey. Das habe ich von der Pommesfrau gekriegt. Manuel, das gibt's doch gar keine Gläser. Das habe ich von der Pommesfrau gekriegt. Bei Kochlöffel gibt's nur Pappbecher. Hier, und das Glas. Das stand da gerade auf dem Tablett. Das habe ich wohl gesehen. Aber wieso kriegst du ein Glas und andere kriegen Pappbecher? Weil ich der 1 Millionste Pommesesser war. Wirklich? Dann kommt ja morgen noch die Ostfriesenzeitung bei dir. Nee, die war gerade schon da. Nee, sag jetzt eben. Ein Blumenstrauß und eine Pommes. Manuel, sag ihm. Ja, habe ich dir Geschenk gekriegt. Von der Pommesfrau. Ja, das würdest du jetzt gerne wissen. Ja. Ja, 1 Millionste Besucher, aber da wäre doch... Die Mama die ganze Zeit. Warum habe ich wohl dieses wunderschöne Glas gekriegt? Nur ich. Menü? Nee. Ja. Wir hatten auch ein Menü. Ihr hattet ein Kindermenü. Das hat sie sich eben heimlich genehmigt. Kann das sein? Was? Geht's noch? Hier, wo kommt das her? Du liegst hier Eispapier im Auto. Das hast du dir heimlich genehmigt, stimmt das? Das ist ja auch. Sabine, das ist auch nicht schlimm. Aber gib das. Wieso? Was heißt hier schon wieder, das ist nicht schlimm? Was will ihr denn ein? Du kannst es doch zugeben, Sabine. Was ist da denn los? Ja, du brauchst gerade nicht ablenken. Und dann schmeißt man das auch nicht ins Auto. Das fetteste Fettarscheis, was man kaufen kann. Weißt du, wann ich mir das geholt habe? Mit extra Arschigkeit. Weißt du, wann ich mir das geholt habe? Mit extra Arschigkeit. Weißt du, wann ich mir das geholt habe? Wann? So, und jetzt überlege ich genau, was du sagst, weil wenn du dann nicht in der Lage warst, deine Spuren zu verwischen, dann ist das schon echt dämlich. Ja, du weißt doch, dass er alles sieht, dass er das bislang noch nicht gesehen hat. Das ist immer nicht so. Nee, weißt du, wo ich das geholt habe? Überleg mal. Irgendwo im Vorbeigehen. Das weiß ich gerade nicht, wo du das schon wieder... Wo ich dich abgeholt habe von der Arbeit, habe ich mir das noch eben geholt. Wo ich dich abgeholt habe, habe ich mir das Eis geholt. Wann hast du das? Nein, stimmt gar nicht. Alles wieder zurück. Weißt du, wo wir das gegessen haben? Moment, stopp. Nicht, wo wir das gegessen du haben. Du hattest auch eins, nee. Aber nicht dieses hier. Du hattest ein anderes. Wir waren bei, Moment, ich hab's gleich. Bei Turm in Rauderfehm. Aha. Und da habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr heute Abend was zu essen. Ich habe Bock auf ein Eis. Wollen wir dann und dann habe ich mir ein Eis geholt. Ob ich dann Eis gegessen habe, nämlich hundertprozentig nicht. Da hast du nämlich alleine im Auto gesessen. Jetzt weiß ich, was das war. Und hast hier das Eis reingewämst. Nee. Ja. Nee. Doch.
zaghaft das kommt. Wenn sie nee sagt, dann ist das nicht so. Nur da ist das genau gespeichert. Marlon, nee. Hier, ich kann genau, so saß sie da. Dass die Lippen nicht mal bewegen. Eis essen. Ich will Eis essen, bitte. So. Anderes Thema. Ja.